Die RBBB ist ein Bauerwerk, der immer noch zu den normalen Wohnen noch eine Idee dazufügen will. Mhm. Also das Thema eigentlich reichhaltiger machen. Trotzdem haben wir einfach auch da mit Eigentumswohnungen zu tun, die für einen stolzen Preis verkauft werden. Also das ist ja kein anderes Thema als bei anderen. Nur empfinde ich, dass der Bauherr hier noch den Willen hat, dass er es noch auflädt, das Projekt. Und nicht nur mit Worten, sondern mit Taten. Und das macht natürlich so einen Bau interessanter und auch beispielhaft. Und wieso machen das nicht alle? Weil der Bedarf bei vielen anderen nicht gesehen wird, weil sie ja auch wissen, dass sie auch ohne die Auflage ihre Projekte an den Mann bekommen. Ja, das ist hier in München das große Problem. Es besteht keine Notwendigkeit. Genau. Da muss nicht nur der Bauträger perfekt sein, sondern da müssen wir müssen alle unseren Diskurs ein Tick ändern. Das ist genau der Wandel, das gerade jetzt stattfindet. Man sieht die ersten Spuren dafür, dass wir uns alle andere Fragen stellen. Wir sagen, hey, erreichen wir wirklich unsere nachhaltigen Ziele nur mit unseren Zielen für Energieeffizienz? Vielleicht nicht. Bauen wir langlebig genug? Ist es dann eigentlich wirtschaftlich am Ende? Und das heißt, die Fragen, die auftauchen, die sind anders heute als vor 5 Jahren. Ja. Und das führt, glaube ich, zu einem Diskurswechsel. Das heißt, wir betrachten Bauen anders in Zukunft, in näheren Zukunft. Und werden deswegen auch, sag ich mal, perfekterer Teilnehmer oder besserer Teilnehmer in so einem Prozess, wo es darum geht, auch Baukultur zu schaffen, mhm, und eine andere, anders, unsere Städte anders zu bauen. Ich glaube, der Diskurs ist begonnen und wir müssen miteinander sprechen und uns verstehen lernen, weil vor vielen Jahren war es so, dass wir einfach unterschiedliche Sprachen gesprochen haben und auch wenn wir über Baukultur sprechen, verstehen wir unterschiedliche Dinge, die dahinter liegen. Also Baukultur, Nachhaltigkeit und auch andere Begriffe sind ja Begriffe, die nicht eindeutig definiert sind. Und wenn ein Bauträger von Baukultur spricht, hat er sicher einen anderen Qualitätsmaßstab oder eine andere Qualitätsausrichtung, als wenn wir als Architekten davon sprechen. Von daher, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir unser Gespräch führen und dass wir als Team uns verstehen und dass wir uns so verstehen, dass wir gemeinsam, nur gemeinsam stark sind, auch mit allen anderen Beteiligten. Wie oft wird die Stadt eingeladen zu diesen Diskussionen und wie oft wird die Stadt auch angegriffen? Und tut sie nicht alles dafür, eigentlich auf den Weg zu kommen und dieses Gespräch zu beginnen? Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir führen können oder finden können, der ist diese gemeinschaftliche Gesprächsebene in der Akzeptanz aller Beteiligten mit ihren Qualitätsvorstellungen. Die Merkel hat mal gesagt, deutsche Gründlichkeit ist super und jetzt brauchen wir deutsche Flexibilität. Mhm. Und diesen Satz, das ist auch mal wieder so ein Zeichen, das ist so von der Diskurswandel. Also wir sind auf einem neuen Weg, wir bewegen uns jetzt gerade woanders hin. Es gibt es und der Flüchtlingsstrom hilft uns vielleicht in der Richtung neu zu denken. Und es gibt ja viel Unzufriedenheit zu spüren bei den Stadt, bei den Investoren, bei den Architekten. Und es gibt aber auch viele, die das besser machen wollen. Also da werden ja Gespräche geführt und da sind ja Aktivitäten im Gang, worüber man sich nur freuen kann. Das sehe ich als der große Wandel, was jetzt in unseren Köpfen stattfindet. Mhm. Wir haben das auch mit Venedig gesehen, dass die letzten 2 Male an der Biennale haben wir alle Probleme auf dem Tisch
präsentiert gekriegt und in 2 Jahren, jetzt wollen wir mal die Umsetzung sehen. Und daran arbeiten viele gute Menschen. Und deswegen glaube ich, ist es auch falsch, die Kritik hier anzuwenden. Es gab ja Pavillons, die Probleme der Welt behandelt haben. Es gab Pavillons, die gute Gebäude gezeigt haben, die auch Probleme der Menschen beseitigen, indem sie sehr gute Architektur mitbringen und sich auch der Bedürfnisse und dem Bedarf der Menschen annehmen. Und die wurden in manchen Kritiken so ein bisschen abgekanzelt als Leistungsschau. Mhm. Und es gab sicher auch Leistungsschauprojekte, aber es gab eben auch, wir müssen ja den Weg rausfinden. Und es kann ja nicht so sein, dass wir eben immer nur bemängeln und bejammern und erkannt haben, was die Probleme sind. Wir müssen tolle Architektur machen und wir müssen tolle Projekte kreieren, die Menschen begeistern und die Schönheit der Städte fördern. Und das haben wir zum Glück auch gesehen. Und wenn dann eine Kritik darüber geführt wird, dann ist die zu kurz gedacht, die ist zu kurz gesprungen. Und nochmal zu den Flüchtlingen. Ich glaube, das Entscheidende und das Positive an der Flüchtlingswelle ist, dass wir gemerkt haben, wir Deutschen haben gemerkt, dass wir uns mit diesen ganzen vielen Normen und Regeln und Gesetzen unsere Zukunft verbauen. Wir sind so weit gegangen, dass es einfach das Fass ist voll. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an den DGB denke, der ja auch sicher keiner ist, der gegen Regeln ist, die zur Nachhaltigkeit führen. Der DGB kritisiert zum ersten Mal die Neuverschärfung der Energiesparverordnung, der NF. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Wandel auch im Denken. Also es ist genau das, was du sagst. Wir spüren an allen Ecken und Enden, dass sich die Leute aufmachen, um neue Gedanken zu entwickeln und das Bauen zu überdenken und zu überlegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber natürlich in der Umsetzung sind wir noch nicht so weit. Genau, der Headline ist ja Technik und Rationalität. War mal, ist auch immer noch toll und Gesetze, aber wir brauchen mehr Mensch, wir brauchen mehr Sinnlichkeit, wir brauchen mehr soziales Miteinander. Und das ist der Diskurswandel, dass die zwei Sachen müssen in Balance sein, um in eine nachhaltige Stadt oder Gesellschaft zu kommen oder zu sein. Ja, und das Low-Tech, der Gedanke auch hier in der Ausstellung nebenan von Professor Hausladen auch das neue Hightech sein kann. Ja, ja. Das haben noch viele nicht auf dem Schirm und trauen sich auch, das noch nicht zu machen. Wir kriegen immer noch solche Bücher als Anforderungsprofile, wenn wir Wettbewerbe mitmachen, wo der Nutzer oder der Bauherr uns so ein Anforderungsprofil mitgibt und eigentlich die alles will. Und alles für jede Situation geeignet, komplett flexibel, alle erdenklichen Nutzungsarten erfüllt. Mhm. Und das führt natürlich zu einer Überinstrumentierung der Häuser, die nicht mehr angesagt ist. Also das ist vorbei, diese Zeit. Wir müssen einfach da zum neuen Denken kommen. Und das neue Denken beinhaltet auch, dass man erträgt, dass an einem schlimmen Sommertag im Juli in dem Haus, es war einfach 28 Grad und nicht 22. Ja. Aber weißt du, manche kommen von sich allein und sagen, boah, ich hätte auch Lust, mehr über Architektur und Baukultur zu verstehen. Ja. Nimm mich doch bitte mit zu ein paar von diesen Veranstaltungen und Reisen, was ihr immer so macht. Ich möchte es auch verstehen. Ja. Ich mache das jeden Tag. Ja. Also die Menschen haben Lust und schön, also ja, siehst du auch dort eine positive für uns allen. Ja, das wäre wunderbar. Und wir haben auch mal eine Initiative gestartet, so ganz aus freien Stücken und haben außerhalb unserer Projekte, die wir ja, wir arbeiten ja täglich mit vielen Bauträgern, und dann haben wir gesagt, wir möchten mal außerhalb unserer Projektwelt, außerhalb dieser Mammutsitzungen mit 20, 30 Leuten auch mal treffen und denen was darüber erzählen, wie Architektur auch ein wirtschaftlicher Mehrwert sein kann für Bauträger, indem sie einfach merken, dass ein gutes Gebäude auch
länger hält und auch länger vermietet ist und immer vermietet ist und nie leer steht. Und das haben wir dann mal gemacht, da haben wir dann mal eingeladen an einem Abend auch an einen sehr schönen Ort. Und dann kam auch wirklich ein Paar. Und da haben wir so einen Diskurs begonnen, den wollen wir eigentlich auch weiterführen. Nur tauchen wir natürlich auch immer wieder in unserem Tagesgeschäft ab. Genau. Aber das ist sicher eine gute Initiative und ich würde es gar nicht nennen, so dass man sie schulen muss, sondern man muss nur sie inspirieren oder ihnen auch noch Gedanken mitgeben, die sie selber weiterspielen können. Ein Jahr wieder. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Super.